Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Japan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 7 und wir stehen auf Rang 4 mit 53 Siegpunkten. Und es ist der letzte Abend vor dem großen Krieg gegen Korea, vor der großen Operation gegen Korea, die wir hier ganz im Geheimen geplant haben und jetzt langsam immer offensichtlicher machen, denn wir haben es gerade spät in der Nacht und ich bin jetzt schon dabei, alle Truppen in Position zu bringen für unsere morgige Operation. Ich hoffe, dass Korea das nicht mehr sieht, denn in etwa 10 Stunden geht es los. In 10 Stunden werden wir zuschlagen und unsere Truppen werden die Angriffe beginnen. Wir werden versuchen, in einer kurzen Zeit alle Gebiete zu besetzen, die uns von unseren Gebieten im Norden trennen. Das heißt, wir werden alles hier in Korea erobern, innerhalb von der ersten Stunde hoffentlich. Wir werden Mano und Songjin einnehmen, wir werden Vladivostok einnehmen, wir werden Chabarovsk einnehmen und damit dann eine ganze Linie kontrollieren bis nach Norden, bis nach Jakutien. Und dann werden wir vermutlich auch noch weitere Gebiete einnehmen, Jilin, Shenyang könnten wir noch einnehmen, Harbin und weitere Gebiete hier könnten alle noch fallen und vermutlich werden nur Tongliao, Fuxin und Baisheng noch in den Händen von Korea bleiben und der Rest wird eben unser sein. Das ist mein Ziel und das alles will ich bis morgen Abend eingenommen haben, hoffentlich idealerweise. Es könnte aber auch sein, dass gewisse Gebiete hier drüben noch frei bleiben werden von unserem Einfluss, denn Korea hat ja auch ein sehr starkes Militär mit 60.000 Truppen hier stehen in Peking. Die wollen hier Beijing angreifen und haben sie noch nicht getan leider heute, der Angriff kam noch nicht und ich fürchte, beim nächsten Login werden sie vermutlich merken, was mein Plan ist. Das heißt, wir werden vermutlich ihre Armee bekämpfen müssen und dafür brauchen wir noch mehr Truppen. Also werden wir uns erstmal nicht weiter ausbreiten können aufgrund der ganzen Revolten und wir werden erstmal unsere Truppen sammeln, dann vermutlich hier irgendwo in Jilin oder in Mano und dann dort warten auf ihren Gegenangriff, der sicher kommen wird. Und ganz risikolos ist das auch nicht, denn die Mongolei ist ja eine ihrer Allies, genauso auch Xinjiang und die beiden haben schon einiges an Provinzen und auch einiges am Militär. Die könnten beide einen Gegenangriff starten, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Das Gute ist, unser Militär ist ziemlich groß, wir haben viele Truppen, wir haben 110 oder sogar 113.000 Einheiten, ganz gut verteilt auch in verschiedenen Regionen mit auch gutem Supply. Wir haben Kavalleries, wir haben Panzerwagen. Wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir produzieren auch weitere Truppen. Wir haben Kasernen. Wir bauen die Kaserne in Zenda jetzt aus. Wir bauen noch weitere Kavalleries in Kobe. Also ich denke, von diesen Sachen her sollten wir ganz okay mit der Lage in Korea sein und sollten auch Angriffe abwehren können. Gerade weil ja auch noch Reserven existieren. Wir haben weitere Truppen noch hier oben in Alakyun. Die werden noch die Provinz einnehmen von Jakutien. Hat leider ein bisschen länger gedauert. Ging heute nicht mehr, aber dann eben heute Nacht. Und dann können diese Truppen noch helfen, eben einen möglichen mongolischen Gegenangriff aufzuhalten. Ich hoffe einfach, dass unser Angriff so deutlich ist, dass nichts passieren wird. Und die Mongolei muss sich ja eh fürchten vor dem Siam. Aber ich sehe gerade, die Mongolei ist AFK. Damit ist das Problem auch schon mal direkt vom Tisch. Aber vor allem, ja, der Siam, wollte ich gerade ansprechen, ist eine große Gefahr. Aber auch für uns, denn der Siam ist jetzt ordentlich gewachsen. Sie haben China, die Republik, ganz besiegt. Nur noch Taiwan existiert, das heißt China ist in einer Nacht gefallen und das ist ganz schön krass und ja, jetzt ist der Siam natürlich tödlich stark. Zum Glück haben sie jetzt erstmal das Problem, dass sie sehr viele Provinzen haben mit wenig Moral, die werden jetzt erstmal ganz schön was kosten für sie und sie müssen auch noch hier sich mit den großen Truppen aus Shanxi rumschlagen, Korea ist auch noch da und Hongxian ist auch noch da. Das heißt, sie werden erstmal nicht an unsere Gebiete herankommen. Ich hoffe eben nur, dass Korea kein so großes Problem wird. Denn wir müssen ja auch noch den Philippinen helfen mit dieser Koalition, denn Cebu, die Südphilippinen, sind ja auch gemeinsam in einer Koalition mit dem Siam. Das heißt, wir haben quasi einen gemeinsamen Feind und da müssen wir noch ein bisschen was tun. Und viele weitere Freunde haben wir gar nicht. Die meisten Nationen sind bereits alliiert. Wir müssten nur mal schauen, Australien hat sich auch alliiert. Australien und Neuguinea, verstehe. Na gut, das heißt, auch da gibt es bereits eine Koalition. Die wird aber zum Glück eher sich anlegen müssen mit Indonesien, also wird das okay sein. Aber auch da könnte es ja verschiedene Joints noch geben, denn die Hälfte der Asien-Koalition ist ja auch inaktiv. Also Burma und die Mongolei sind ja auch weg und Malaysia wird vermutlich auch nicht lange überleben. Also wir werden sehen, was da passiert, aber der Süden ist gerade ein bisschen kritisch. Ich hoffe einfach, dass unsere Operation morgen gut verläuft. Selbst wenn Korea, sagen wir mal, in 8 oder 9 Stunden online kommt, werden sie das kaum verhindern können. Unsere Truppen werden anlanden, wir stehen hier bereits in Manu da. Ich will die Provinz zuerst einnehmen, um direkt dann hier eine Festung bauen zu können, also weiter ausbauen zu können für eine eben eine Notfalldefensivlinie. Wir werden dann Songjin noch einnehmen. Ich will gerade noch nicht weiter mich aufteilen, weil ich Angst habe, dass eben Korea nochmal zurückkommt heute Nacht und das dann sieht. Das ist meine kleine Furcht. Deshalb will ich noch keine zu offensichtlichen Bewegungen machen.
Ich habe auch die Bewegung, die wir aktuell machen mit der 15. Armee hier getarnt. Die werden sich bewegen in Richtung Pusan. Aber die sind gerade getarnt als Transport nach Beijing, wie man sehen kann hier. Das soll so aussehen, als würden die eben auf dem Weg sein, um vielleicht den Siam zu bekämpfen, um zu helfen. Und die werden aber dann, habe ich genau getimt, hier morgen früh dann in Korea ankommen. Und dann werde ich sie abbrechen, ihren Befehl. Und dann werden sie ihre wahren Pläne zeigen. Ich hoffe, dass die Truppen in Manu auch nicht zu offensichtlich sind, weil sie eben jetzt nicht in der wichtigen Provinz stehen. Wladiwostok und Chabrowsk haben wir auch bereits besetzt. Der Nordeinmarsch ist mir doch ein bisschen offensichtlicher. Ich glaube, sie könnten den Braten schon riechen inzwischen, aber zumindest heute war alles noch ruhig. Wir haben die meisten Bewegungen bereits gemacht und sie haben das nicht bemerkt. Aber ich denke mal, heute Nacht würden sie es sehen. Aber ja, das ist jetzt wohl zu spät für sie, denn sie haben ja unsere ganzen Nachrichten ignoriert. Sie haben uns nicht weiter geantwortet. Sie haben keine weiteren Join-Versuche gemacht für unsere Koalition. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Korea mit uns nicht spielen will und dass sie mit der Allianz spielen wollen und dementsprechend werden wir sie einnehmen. Das war der Plan und ich denke, das ist auch fair, da, wie gesagt, es keine Kommunikation gab und wenn sowas ist, dann ist das für mich keine richtige Allianz und ich ging eh davon aus, da sie in einer anderen Koalition gejoint sind, dass sie uns eh verraten hätten, früher oder später, weil eben klar war, dass wir unsere eigene Koalition haben. Also ja, eine große Operation in Korea, das wird jetzt ziemlich krass werden. Ich hoffe einfach, es läuft gut. Wir haben zum Glück relativ viele Truppen, das heißt, wir spielen hier gar nicht so sehr mit dem Feuer und da die Mongolei weg ist, ist das auch deutlich einfacher alles. Wir haben damit deutlich mehr Reserven verfügbar. Das macht das Ganze viel, viel angenehmer. Wir werden nochmal weitere Truppen ins Land ziehen, das können wir schon mal machen, obwohl das auch lange dauert. Wir machen es mal so. Wir machen das einfach mal so. Und schicken die dann hier hin. Dann sind wir schon mal direkt in weiteren Gebieten und können schon mehr einnehmen. Das macht gleich Sinn. Denn ja, ich würde gerne eben Korea so schnell wie möglich zerschlagen. Ich will auch vermeiden, dass die Provinzen hier oben per Revolte an die Mongolei fallen. Und ja, dann werden wir hier sehr viel haben. Das Ziel ist auch, dass wir die Provinzen alle einnehmen, bevor wir Seoul einnehmen. Das heißt, wir werden eben all das hier, hoffentlich auch den Süden hier, Pusan, Adong und so weiter, alles einnehmen. Manu und Songjin auf jeden Fall auch, vielleicht auch Pyongyang. Und erst dann eben Seoul als letztes nehmen, um die Moral überall direkt zu heben, für mehr Produktion, für weniger Verlust. Und auch, dass mir dann eben keine Revolten passieren, dass wir Truppen zusammenziehen können, direkt für weitere Einnahmen und eben auch, um den koreanischen Gegenangriff aufzuhalten. Ich hoffe aber, dass der Schaden für sie direkt so immens ist, dass sie gar nicht erst versuchen, irgendwas zu machen, weil sie werden quasi ihr ganzes Land verlieren über Nacht oder über dann den Morgen. Das wird alles ziemlich schnell gehen. Sie werden quasi fast alle Provinzen verlieren. Sie werden ihre gesamte Produktion verlieren, alles wird total zusammenbrechen. Das heißt, die Katastrophe ist quasi schon im Lauf. Ich meine aber auch, dass sie irgendwo noch, ach genau, hier in Pyongyang bauen sie noch eine Kavallerie, die ist ein bisschen nervig. Aber ich glaube sonst, ach auch hier, das ist ärgerlich, sie bauen in Adong eine Kavallerie. Aber die sollten in Pusan, wir können ganz gut schauen, die werden in Pusan ankommen um 11.58 Uhr. Okay. 11.58 Uhr. Das heißt, wir werden den Befehl nochmal geben. Wir werden nach Pusan gehen und dann noch den Befehl geben nochmal für den weiteren Weg nach Beijing. Geben unser Tarnbild quasi. Und dann um 11.58 Uhr quasi mit dem Anlanden der Truppen ist das dann quasi die Kriegserklärung. Dann werden wir beginnen. Um 11.58 Uhr und wir werden hier hoffentlich, wenn ich die Zeit habe, auch dann schnell das alles machen. Wird nicht viel Orga brauchen, das sollte ich hinkriegen, denn sie müssen eben einfach nur schnell die Provinzen einnehmen und dann haben wir eigentlich schon alles geschafft, was wir schaffen wollten. Also ja, wirklich spannende Entwicklung hier. Ich mache sowas ungerne, aber das muss wohl passieren. Sie waren jetzt nicht wirklich eine starke Allianz für uns und wie gesagt, haben uns einfach eiskalt ignoriert. Und dann haben wir hoffentlich morgen einen guten Start in den Tag 8, denn der steht ja bereits in 14 Stunden an. Und dann werden wir das ganze Geld brauchen, das wir bekommen können, auch aus Seoul. Und dann werden wir hier vermutlich noch ein bisschen mehr als nur zwei Fabriken bauen. Wir werden noch eine Fabrik bauen in Naha, dann extra auch für Schiffe. Und wir werden noch eine Fabrik bauen, eventuell auch auf dem Festland sogar. Vielleicht sogar schon direkt irgendwo in Pusan oder so, auch wenn da die Moral erstmal schlecht ist. Weil ich auch ganz gerne eine lokale Produktion hätte, um eben auch dann gegen den Siam etwas besser vorgehen zu können. Das wäre eventuell gar nicht so verkehrt. Ja, wir könnten eigentlich, wir bräuchten wirklich, ja, hier Doppelgetreide ist schon ganz gut. Das wäre auch ein ganz guter Ort für eine weitere Fabrik. Hier oben gäbe es noch Doppelfisch. Das würde auch gehen, ist halt wirklich weit weg. Das ist halt am Arsch der Welt so, das ist nicht ganz sinnvoll, da oben was zu bauen.
Das heißt, ich denke, Korea werden wir ausbauen. Wir können die existenten Workshops hier nutzen. Auch wenn das Zeitdefizit ein bisschen krass ist, aber vielleicht doch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Weil dann würde auch die Produktion von Artillerie am Anfang sehr lange dauern und bis wir hier richtig moralisiert sind, würden wir ein bisschen brauchen. Das wäre eine für den Anfang zumindest schlechte Investition. Für später wäre sie gut, aber für den Anfang wäre sie schlecht. Das heißt, vielleicht doch in Hiroshima. Das wäre eventuell nicht verkehrt. Wir bauen hier schon mal auf. Wir haben sehr viele Ressourcen und wir werden viele kaufen können. Wir können auch viel Öl verkaufen. Ich denke, mit all diesen Faktoren macht das durchaus Sinn, diese Schritte einzuleiten. Dass wir eben hier noch was bauen. Und dann können wir immer noch Adong aufrüsten und Pyongyang. Das macht noch Sinn. Pyongyang gerade hier mit der Doppelfischprovinz macht super viel Sinn. Das können wir noch machen, aber muss eben jetzt gerade nicht direkt sein. Ist meine Ansicht dieser Dinge. Also ja, ich hoffe, dass Korea nicht direkt kommt. Wir werden jetzt doch mal diesen Schritt einleiten. Warte mal, wir machen das jetzt doch. Wir nehmen hier mal 3 Truppen weg. Und die gehen mal nach Songjin. Einfach, weil ich das morgen direkt um 12 Uhr alles haben will. Ich will diese Verbindung sicher haben. Ich will die Festung haben, die brauchen wir dringend und wir werden die Kavallerie eh nicht bekommen. Das heißt, wir müssen das so machen, bevor eben irgendwas passieren kann, bevor die Truppen rekrutieren können. Wir müssen eben schnell die Provinzen einnehmen, einfach um das einfacher zu machen. Ich denke, das macht Sinn. Dann können die Kräfte aus Norden, die wir hier haben, die können dann hier schnell einmarschieren, diese ganzen Truppen zerstören und dann wird Korea auch schon ganz besiegt sein. Ja, okay. Also ja, große Pläne, das wird morgen alles passieren. 12 Uhr ist der Deadline Day, die Deadline Time. Und dann geht's hier ab in Asien. Dann werden wir das größte Land der Welt sein, auf Anhieb, sofort, sogar mit Abstand. Und dann geht's vermutlich schon, ich würde sagen, in 2-3 Tagen gegen den Siam. Denn wir müssen helfen unserem philippinischen Ally und da werden wir Truppen schicken und Kreuzer schicken müssen. Und das ist ein Ally von Siam, also schwierig. Aber ich hoffe, dass alles gut klappt und ich hoffe, ihr bleibt noch bei mir und habt genauso viel Spaß hier wie ich. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.